relativ einfache Geschichte. Es geht mir heute mehr um die Falttechnik. Das ist eine handelsübliche Nummer da, das kriegt ihr überall. Messer nehmen, von der Mitte her halb einschneiden, dass ihr da halb durch seid. Das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Ich belege das, zeige euch die Falttechnik und dann schauen wir mal, was der Opti-Grill da draus zaubern kann. Und schon sind wir auch wieder zurück. Bis zur Hälfte eingeschnitten, eine Seite hochklappen, das ist die Seite mit der Salami, ich habe noch Käse und ich habe noch Ketchup gewählt, so hoch, so rüber und zurück. Das ist der ganze Zauber. Ob ihr euch für den einfachen Käse oder für einen geriebenen Käse entscheidet, ob das Salami ist oder Schinken ist, es könnte ja auch Schinken Champignon und in einer Ecke Käse werden. Wieso nicht? Die einzige Grenze ist, wie so oft, im Kopf. Also einfach mal ausprobieren. Aber ich finde die Idee richtig toll. Ich werde jetzt von den Teilen noch ein paar vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder am Opti-Grill. Wie ihr sehen könnt, die drei haben locker Platz. Wir schließen und warten den kurzen Moment. Das Essen ist fertig und jeder, der sich jetzt überlegt, es gibt doch eine Sauerei in dem Opti-Grill. Ich habe nicht gewischt, ich habe nicht getupft, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur die Wraps, wie ich es euch gerade gezeigt habe, da rein und habe das Programm automatisch durchlaufen lassen. Das ist das Ergebnis. Zugegeben, es ist knapp, dass der Käse rausgelaufen wäre, aber die Opti-Grill ist an sich sauber geblieben, würde ich sagen. Ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden, eine Minute zu warten. Es hat wenig Sinn, etwas direkt mit Käsefüllung aus dem Opti-Grill zu essen. Es wird eine schmerzhafte Erfahrung werden, nämlich sonst. Aber rein vom Ergebnis mit den Wraps. Klingt knusprig, es riecht extrem lecker, also wenn es nur halb so lecker ist, also wie es riecht. Ich habe hier noch normalen Käse, also den, einen geriebenen Käse, einen Gratin-Käse und hier den Scheiblettenkäse, wollen wir es mal so nennen. Ja, es riecht köstlich. Stimmt, Lumpi? Ja, der Hund ist schon auf der Fährte, aber schaut schlecht aus für dich. Du kriegst was anderes. Ja, optisch ein Highlight. Ich würde sagen, sowas kann man auf jeder Party mal zum Besten geben. Sehr einfach. Wie gesagt, die Füllung liegt eigentlich prinzipiell bei euch. Warum eigentlich nur herzhaft? Vielleicht in dem Wrap mal was Süßes. Fällt mir jetzt gerade ein. Okay, netter Gedanke. Und knusprig, nicht trocken, lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Bleibt's, meine Freunde. Servus.